Continue now with the seven-line song. Ich werde jetzt mit dem siebenzeiligen Lied fortfahren. The next line is Cor du Candro Man per Cor. Die nächste Zeile ist Cor du Candro Man per Cor. Which means surrounded by gatherings of Dakas and Dakinis. Das bedeutet umringt von versammelten Dakas und Dakinis. The word Candro here, in Tibetan the word Candro is usually applied to the female form. Um jetzt auf das Wort Candro einzugehen, im Tibetischen wird Candro meistens für die weibliche Form benutzt. But this is a contraction. Es ist aber eine Abkürzung. Actually, Candro can be either male or female. Candro kann nämlich tatsächlich weiblich oder männlich sein. To designate female, you'd have to say Candro Ma. Um eine weibliche Form auszudrücken, müsste man eigentlich Candro Ma sagen. But there is also Candro Pa. Es gibt aber auch Candro Pa. Candro Dechen and I teach a lot more about this when we're looking at the teachings of Candro Pa Wunida Melongi. Candro Dechen und ich lernen darüber ausführlicher, wenn wir Belehrungen aus dem Candro Pa Wunida Melongi geben. Because there are various different aspects of this that are quite interesting. Weil es hier verschiedene Aspekte gibt, die sehr interessant sind. Now here, of course, we're describing Padmasambhava as being surrounded by assemblies of Dakas and Dakinis. Hier beschreiben wir jetzt Padmasambhava, der umringt ist von versammelten Dakas und Dakinis. But the same applies to us. Dasselbe trifft aber auch auf uns selbst zu. Here we are in a room full of Dakas and Dakinis. Wir sind hier in einem Raum voller Dakas und Dakinis. We either see this or we don't. Wir sehen das oder wir sehen es nicht. The fact that everyone is beginninglessly realized means that everyone is a Daka or Dakini. Die Tatsache, dass jede und jeder anfangslos erleuchtet ist, heißt, wir sind alle Daka oder Dakini. And it depends what you want to prioritize, whether you want to prioritize people's dualistic derangement or whether you want to prioritize their realized condition. Und jetzt kommt es darauf an, wo du deine Priorität setzt, ob du dich darauf konzentrieren willst, die Fehler und Makel der anderen zu sehen oder ob du ihre erleuchteten Qualitäten wahrnimmst. Could we make that a technical term, dualistic derangement? Rather than failings. Ob du also ihre oder ob ihr ihre dualistischen Störungen sehen möchtet? Maybe we'll settle, we'll work, we'll talk yes. about it and get a term. Also das sollte ein technischer Fachbegriff sein. Wir reden noch drüber, wie wir das genau ausdrücken. Verzerrung? Verzerrung? I like the sound of that. That would be distortion. Yeah. Dualistic distortion. Also dualistische Verzerrung. So actually the way you can see people as Dakas or Dakinis or not is actually depending if you're being ruled by a corporate strategy or not. Yes. Die Tatsache, ob man die Menschen jetzt als Dakas oder Dakinis sieht, hat jetzt nichts unbedingt damit zu tun, ob man mit seinen dualistischen Strategien hier getrieben ist oder nicht. So here where we're looking at the seven-line song and being born from a lotus that grows from the slime. Wo wir hier jetzt also über das siebenzeilige Lied sprechen, über den Lotus, der aus dem Schleim geboren wird. And I was saying that without the slime there is no lotus. Und ich habe auch gesagt, ohne Schleim gibt es keine Lotus. So each of us have our individual slime. Jeder von uns hat seinen individuellen Schleim.
And from the point of view of Vajrayana, it's important that we value that. Und aus der Sicht des Vajrayanas ist es wichtig, dass wir das wertschätzen. Because it's simply the distortion of the realized state. Weil das nur die Verzerrung des verwirklichten Zustandes ist. So from the point of view of Vajrayana, exactly how each individual is their perfect method of realization as well. Aus der Perspektive des Vajrayana ist also die Art und Weise, wie jemand ist, gleichzeitig die perfekte Realisation. So if you happen to be an angry person, wenn du zum Beispiel also ein zorniger Mensch bist, then you don't actually have to get rid of that in some way. Dann musst du das jetzt nicht wirklich loswerden. One might need to release it. Man wird es vielleicht loslassen müssen. Because in the non-dual condition, anger is clarity. Weil im nicht-dualen Zustand Zorn Klarheit ist. This doesn't mean that one should feel free to roam the world being angry at everyone and everything. Das heißt jetzt nicht, dass man einen Freibrief hat, durch die Welt zu gehen und seinen Zorn auf alle loszulassen. Because Kandra Deji and I are great believers in self-control. Weil Kandra Deji und ich sehr große Anhänger der Selbstkontrolle sind. And being that you can't control much else, you may as well start with yourself. Und nachdem es nun mal so ist, dass wir nicht viel anderes kontrollieren können, können wir zumindest uns selbst in der Hand haben.